Ja, es könnte so schön sein auf dem Olymp der Dichter. Doch der geheime Rat Johann Wolfgang von Goethe kommt nicht zur Ruhe. Verweile doch, du bist so schön. Ja, das wär's. Doch noch ist es nicht so weit. Das letzte große Werk muss vollendet werden. Heute Faust. Jetzt aber nichts dafür. Hören Sie auf. Also, Sie sind der Eckermann. Machen wir mal weiter im Text. Ja, Johann Peter Eckermann aus Winsen an der Lohe. Ja. In Winsen an der Lohe fand ich keine Ruhe. Ging ich fort, weiß nicht wohin. Weiß nur, dass ich ein anderer bin. Sie sind also der Herr Neckermann. Per Astra ad Astra oder per Astra ad Fontes oder wie die Latriner sagen. Ach so, halt. Eins noch, mein lieber junger Freund. Ja? Mein Schreibtisch ist tabu, klar? Selbstverständlich, da würde ich doch nie rangehen. Da möchte ich Ihnen noch zu geraten haben. So, und jetzt ab! Ab ins Archiv! Ja, nun hat er ja gehofft, dass er auch was abkriegt, ne, mit seinem Literaturnobelpreis, aber war wieder nichts dieses Jahr. Ja. Patrick Mondiano, ja, kennt doch keinen Arsch. Naja, egal, doch. Böbi hätte schon verdient. Macht er so schöne Gedichte. Das Heidröslein. Passt ja, ne? Dann knapp am Rüttentee, Rüttent der Heide war der junge Mann, die war gleich nach der Dinge, mit den Freunden Rüttent auf der Heiden. Dann verspreche dich, Rüttent auf der Heiden, Rüttent auf der Heide, deswegen bringt er mich gleich Rüttent auf der Heide. So, genau, also bringen Sie alles hin, sortieren Sie es durch. Papier zu Papier, Plastik zu Plastik, Glas zu Glas, die Container stehen hinten am Gartenhaus. Gut, wird erledigt. Das macht der Tomatensaft. Am Anfang war der Sinn, da schreibe ich nicht hin. Denke. Herr König von Thule. Es war ein König von Thule, der ging nicht gern in die Schule, der aß lieber eine Birne und schlief dann mit einer Dirne. Ich hab's gewusst, verehrter Meister, ich hab's gewusst! Ja, was denn? Warum regen Sie sich denn so auf? Ich hab's gewusst. Ja, was denn, dass es kommt? Was? Das Gedicht. Natürlich. Sah ein Knabe ein Röslein stehen. Auf meinem Schreibtisch. Ich will keine Rose auf meinem Schreibtisch. Bringen Sie die Rose raus. Ja, natürlich, Herr Geheimrat. Einen Moment. Ich bringe sie sofort weg. Ich stelle sie einfach aufs Klo. Ja, hier bei von Goethe Eckermann. Was kann ich für Sie tun? Wer? Herr Herzog, ja, der Herr Geheimrat kann gerade nicht. Also ich hoffe, er kann, aber... Ja, einen Moment bitte. Das Richtige, sehen Sie mal hier. Das ist zum Beispiel was Nettes. Hier, zwischendurch mal notiert. Wind, Kind, Arm, warm, Gesicht, nicht, schweif, schreif, mir, dir, Strand, Gewand, nicht, verspricht, Kind, Wind, geht, schön, rein, ein, dort, Ort, genau, grau, Gestalt, Gewalt, angetan, geschwind, Kind, Not, Tod. Mal sehen, was wir draus machen, nicht? Herr Geheimrat, das ist das Zeichen. Was denn für ein Zeichen? Das Zeichen von der Mutti. Von welcher Mutti? Von Ihrer Mutti. Meine Mutti ist tot. Aber Herr Geheimrat, Sie wissen doch überhaupt nicht, was hier gespielt wird.
Natürlich weiß ich, was hier gespielt wird. Ich bin hier der Intendant. Das sind die Sicherungen. Fahren Sie mich zum Sicherungskasten. Da hinten ist irgendwo Wackelkontakt. Das haut doch vorne und hinten nicht mehr hin mit dieser ganzen uralten Technik. So, hier hin. Mensch, ich bin ja damals ziemlich schnell aufgebrochen nach Italien. Zuerst über die Berge, hier die Alpen. Und hinter den Alpen, da ist alles völlig anders. Da beginnt das wahre Leben, Italien. Frauen, völlig anders hier. Vegetation, Palmen. Ja, ihr naht euch wieder schwankende Gestalten, also gut, so mögt ihr walten. Die Pfosten sind die Bretter aufgeschlagen. Ich wünsche sehr, der Menge zu behagen. Kennst du den Faust, den Doktor meinen Knecht? Es geht dem armen Leib nicht schlecht. Top, top, die Wette geht, das nächste Bild. Haben nun, ach, was ist das für ein Graf, vom Eise befreit. Ich bin bereit, das also war des Pudels Kern. So ein Papier unterschreibe ich gern. Verweile doch, du bist so schön. Wollen wir jetzt woanders hingehen? Schönes Fräulein, darf ich's sagen? Dir geht's auch noch an den Kragen. Bruder tot, Bruder tot. Auf dem Brocken morgenrot, Heinrich, mir graust vor dir. Armes Mensch, ich stehe hier. Plötzlich kracht von fern ein Schuss. Schluss, ist doch alles schon fertig.